Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Findest du die Kämpfe zu schwer oder zu leicht? Du kannst die Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern. Ich weiß gar nicht, ob das geht auf dem Schwierigkeitsgrad hier, ob das nicht eine Special Condition ist. Will ich aber auch gar nicht. Wir gehen dieses Mal in die Metro, falls es was... und hier, dieses sollten wir auch mal wegmachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das, der Drink? Erfrischendes Getränk. Machen wir einfach mal. Aha. Erfrischendes Getränk. Blub. Hätte das jetzt nicht weg sein sollen? Es kann sein, dass das ja ein zusätzlicher Nebeneffekt war. Ich meine, vorher hätte ich noch was anderes gehabt. Wegen dem Psycho, das ich benutzt habe. Level Up haben wir außerdem. Zuletzt hatten wir das hier voll gemacht. Jetzt könnten wir beispielsweise... mal was in Härte stecken. Ich weiß gar nicht, man kann, glaube ich, nächster Rang genau 20, 30, 40, 50. Ich weiß aber nicht, ob das hier 10 sind und dann das nochmal 20 oder ob das 10 plus 10 sind. Wir könnten halt auch was ganz anderes machen. Rüstmeister, Rüstungen verbessern klingt auch immer gut. Beweglichkeit. Wie viele Aktionspunkte hast du und wie gut du schleichen kannst? Ich würde halt auch sehr gerne, aber das ist halt sehr tief. Ninja. Dein Fernschleichangriff in den dreifachen normalen Schaden mit deinem Nahkampfschleichangriff in den vierfachen normalen Schaden. Aber dafür brauchen wir 7 Beweglichkeit. Das ist also ein bisschen was. Ich pack den Punkt einfach mal da rein. Ich denke, das kann nicht schlecht sein. Und dann werden wir mal gucken, ob wir den dann weitermachen oder ja, später was anderes nehmen. Wir gehen jetzt... Hab wieder das Ding angelaufen. Wir gehen jetzt mal da rein. Puh, 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 puh. Flum, flum. Zugekettet. Okay, scheint also auch ein bisschen größer zu sein. Und ich hier schon Kakerlaken. Da, keine Kakerlaken. Blähfliegen. Macht's nicht besser? Eleganter Hut. Ja. Mit. Ming. War ich jetzt zu weit oder zu wenig? Hast's geschafft. Na toll.
Der Durchsagende, der klingt immer so ein bisschen wie bei Mike Lehmann, der Zeltplatzleiter. Hier spricht der Zeltplatzleiter. Kann ich im Übrigen sehr empfehlen. Das ist eine Kakerlake. Verdampft. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Diese Verspätung kam zustande durch eine Verzögerung. So, da ist die zugekettete Tür. Na Wahnsinn, dann war das ja jetzt doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Vielleicht ging es auf der anderen Seite noch weiter, aber das scheint doch... Ne, das scheint sehr zu sein. Dann verstehe ich schon fast nicht, wieso die da überhaupt die Tür gemacht haben, denn... Das war ja dann schon ziemlich unnötig eigentlich. Hier ist so ziemlich gar nichts. Schmutziges Wasser. Wer weiß, vielleicht trifft man hier später irgendwen. Ja, dann hätten wir das hier schon. Das war ja doch sehr schnell. Und dann war da, glaube ich, noch ein anderes Gebäude im etwas südlich davon. Ich werde jetzt dennoch erstmal kurz zurück die Sachen wegbringen und einmal speichern. Dadurch, dass wir so nah da dran sind, kann man das ja auch gerade mal machen. Das waren jetzt keine 10 Sekunden. Transfer, Schrott lagern und Hilfsmittel, Munition hat man nichts Neues. Über Granaten, nö. Zeug zum Verkaufen. Und das war's auch schon. Kurz schlafen. Speichern. Und wir haben uns wieder was eingefangen. Antibiotika sind wieder alle. Was haben wir denn jetzt da noch? So. Ja, in das Gebäude müsste ich eigentlich auch noch rein. Hier bin ich halt auf der anderen, von der anderen Seite mal gekommen. Eck.
Okay, so weit wollte ich da eigentlich gar nicht raus. Da laufen wir jetzt doch schon sehr stark weit rein nach Diamond City. Bis. So. Was wird da sein? Geräusch? Keine Ahnung von wo. Was das? Wir wieder spielen Streich. Scheinen jedenfalls zwei oder mindestens zwei zu sein. Heute kein Kampf. Ha. Jemand da? Mhm. Blöde Geräusche. Tu dich nicht können. Weg. So, hier war ich anscheinend auch noch nicht. Oh, das waren Apartments. Large coffee and a jelly donut. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wer hier wohnt. Vermutlich werden dann hier auch wieder irgendwo Fallen sein. Naja, sieht's eigentlich ziemlich clean aus. Ich weiß es. Okay. Das war wohl doch nichts clean. Stomp, stomp. Hallo? Muss ja links sein. Weil eigentlich nicht der linke Arm. Naja, okay. Das war aber dann auch anscheinend der einzige hier. Das versteckt ist wieder auf normal gesprungen. Aber ich dachte eigentlich, dass der nicht mehr aus der Richtung kommen kann. Oder der ist da gespawnt. Ja, muss er ja quasi schon.
Also nicht unbedingt gespawnt, vielleicht von der Treppe, also von außen reingekommen. Defense. Mhm. Schau ich mal auf. Cambridge Apart. Ist das überhaupt Cambridge noch gewesen? Metro Apartments. The Fans, was auch immer The Fans sein sollen. Gehen wir da mal rein. Ach, das sind wahrscheinlich von draußen Lüftungen oder sowas. Nö. Nee. Keine Ahnung. Ist mir jedenfalls kein Begriff. Macht das natürlich auch keinen Sinn, das auf. Ach so, die Gegend heißt jetzt einfach so. The Fans. Statt Commonwealth beispielsweise. Das wär's. Eine Splottergranate. Ja. Moment, dann schub ich mir das anders auf. So, okay. Das Geräusch da, was das sein? Also anscheinend sind hier noch mehr. Ja, nichts gewesen. Muss hier da hinten irgendwo sein. Hier war ich offensichtlich auch noch nicht. Ja, das ist mir... Was? Hilfe, Hilfe? Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Okay, dann gehe ich nochmal hin. Bitte, Hilfe! Kann natürlich auch ein Hinterhalt sein. Sie wird sterben. Sie braucht Hilfe. Schnell, sie ist hier drin. Hilf ihr. Hey. Hardware Town. Klingt ja interessant. Schaue ich mir auch mal auf, dann gehen wir da auch noch rein. Obwohl ich das jetzt eigentlich nicht wollte. Da sind wir jetzt mal isoliert rein, weil die so nett gefragt hat. Ich würde da auch gerne rein. Sie ist hier hinten, schnell. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Hinterhalt.
solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten! Sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Ja, okay, denen ist anscheinend genauso bewusst, wie offensichtlich das ist. Vielleicht kann ich mich dabei auch rausreden, das wäre ja auch noch interessant. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Hey! Ja, Granaten sind im Verhältnis doch sehr, sehr stark. Also da können die schießen, was sie wollen, aber eine Granate und man ist halt schon äußerst im Arsch. Na scheiße, jetzt muss ich durch die Apartments auch nochmal durch. Da hatte ich nicht zwischendurch gespeichert. Okay, das ist leer. Kein Kampf. Geräusch. Jo. Dann gehen wir nochmal in die Apartments. Ach, ich hatte vergessen, mir die Antibiotika reinzuhauen. Dann werde ich dieses Mal auch gar nicht in den Süden gehen. Ich dachte eigentlich, dass das was Größeres hätte sein können. Oder dass man da möglicherweise was verpassen würde. Aber das war ja mehr so ein Trigger für ein kleines Event-Dingen. Was das? Was sein? Er muss doch jetzt schon in der Wohnung sein. Ich was hören.
Sehr seltsam. Hallo, darf er sein? Blöde Geräusche. Was? Wer da sein? Ja, wenn man sich jetzt mal den Schaden anguckt, den er gemacht hat, das ist halt nichts im Vergleich zu der Granate, die ich da abbekommen habe. Da mag man ja denken, ja, so ein Supermutant, wenn der mal mit einer Zweihandwaffe draufknüppelt, dass es ordentlich Aua macht, aber... Da ist schon ein fieser Disconnect, sag ich mal. Andererseits hält das Ganze das natürlich ein bisschen interessanter, aber... Das wär's. Gehen wir noch auf der anderen Seite raus, aber das klappt aber ja auch nichts. Ich dachte aber eigentlich noch, dass ich da irgendein Gebäude gesehen hätte. Sehen tue ich da gerade aber nix. Ja, da muss ich natürlich auch noch schwimmen gehen, wenn ich mal dieses Meyerlurk, den Meyerlurk-Kuchen habe. War ich da oben schon? Ja, ja, da bin ich ja eben reingejumpt. Der Rest könnte noch weiter hier im Süden sein. Weil da will ich erstmal nicht hin. Ich guck nochmal, wo es hier hingeht. Falls es hier wohin geht.
Fans Street Kanalisation. Geht's wieder nach Westen, da komme ich also her. Dann geht's weiter nach Süden, was ich eigentlich nicht will. Ne, wir könnten noch die Kanalisation machen. Da geht's nicht weiter. So eine sehr schöne Kochstation. Ja, dann werde ich hier mal speichern. Leicht hungrig. Da war ich, glaube ich, oder? Ja, dann ginge es da hinten halt noch weiter. Diamond City this way. Dann gehen wir mal da rein. Ich schreibe mir das gerade noch auf. Street Kanalisation. So ein Skelett und daneben Kinderspielzeug. Oh, da, na, shit. Da wäre ganz cool, wenn man hier so eine Sortierfunktion hätte. So von wegen nach Zeitpunkt, wo man es aufgesammelt hat. Ich glaube, das hier war was anderes. Naja, das war was anderes. Emmas Holoband, das war, glaube ich, die, die da weggelaufen ist. Nee, es ist das Ausreißerin. Joshs? Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Ah, okay, die beiden waren es dann jedenfalls nicht. Aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Ghulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Sehr geehrter Detektiv 1. Das vielleicht? Hier sind wir also, Detective. Wenn Sie meine Anweisung befolgt haben, sind Sie allein. Wenn nicht, tja, dann bin ich bereits weg. Also hoffe ich, dass Sie allein sind. Nun, kommen Sie doch herein. Ich
habe mein Werk hier unten aufgebaut und ich möchte gern, dass Sie es sehen. Naja, das scheint das gewesen zu sein. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar davon finden. Angeln. Da ist irgendwo ein Radio, was ich deaktivieren muss. Jo. Des Kammerjägers. 50% mehr Schaden gegen Meyerlurks und Insekten. Na. So gegen spezielle Gegnertypen was zu machen, mag ich eigentlich nicht. Es sei denn, jetzt beispielsweise gegen Humanoide, wo man sagen kann, ja, das werden sowieso der größte Teil der Gegner sein. Ja, da ist das zweite dann. Detektiv 3. Okay. Ich möchte, dass Sie Ihre Umgebung zu schätzen wissen, Detective. Nur an einem Ort wie diesem kann ich selbst sein. Das Leben dort oben ist so mühsam. Jeden Tag lächelt man Leute an, die einem völlig egal sind, weil man das eben so macht. Hier unten habe ich die Freiheit, wirklich zu leben. Ich freue mich, das heute mit Ihnen teilen zu dürfen, Detective. Irgendwo muss ja Band 2 sein. Das sollte ja eigentlich vor 3 sein. Oder ich habe es aufgenommen und nicht bemerkt. Mal. Ne, 2 habe ich noch nicht gefunden. Also 1 habe ich von hier. Da ist eine 3 drauf gekritzelt. 1. 3. Aber da ist nirgendwo noch ein Tagebuch. Da ist wieder eine 1.
Also dann ein Radio, was ich ausmachen sollte. Oh, Glück gehabt. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. So, jetzt muss ich schnell hin, um das Dingen auszumachen. Wenn ich es finde, ne? Ne, das ist irgendwo oben. Anscheinend. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Seh da. Hatte keinen Weg. Ist Vieh. Komm her, komm her, komm her. Ja, muss doch irgendwo. Muss es doch irgendwo nach oben gehen. Und wo kommt dieses Mistvieh her? Nein, ich will nicht. Knister, knister, schnell raus hier. Okay, da lang. Fische. Harnisch plus 1 Stärke und Ausdauer. Wow. Da muss ich da mal gucken, wie sich das insgesamt verhält. Da gehe ich gleich hin. Guck erst noch mal gerade, ob hier noch was. Ne, da höre ich zwar dieses Radio, was ich ausschalten sollte, aber ich sehe es. Da kann man speichern, dann machen wir das gerade mal. Das muss ja hier rechts. Da oben scheint das zu sein. Oder? Ist das das? Ja, Radio. Aus. Aber kommt man da hin? Müsste dafür da drauf kommen. Aber kommt man da drauf? Zumindest nichts. Doch, man da. Da. Toll. Super. Ja, ein Redaway sollte ich mir mal einwerfen. Zip. Redaway. Dann können wir noch was essen. Und eine Nuka-Cola wäre jetzt auch nicht schlecht, auch um die Müdigkeit wegzumachen. Aber da habe ich nichts mit. Ja. Aufbereitetes Wasser hatten wir was. Dämlichen Affen stören mich. Friedhof der Kinderwagen.
Das da hinten scheint geschlossen zu sein. Ja. Rotdose. Sehr schön. Das ist nur eine Schaufensterpuppe. Aber es kommt mir so vor, als wäre da Gas. Jetzt nicht mehr. Da ist Nummer 2, okay. Ich bin so aufgeregt wegen unseres Treffens, Detective. Wissen Sie, ich glaube, ich wollte immer nur, dass mich mal jemand kennt. Und ehrlich gesagt wüsste ich niemanden, der mich so gut kennt wie Sie. Sie sind fasziniert von mir und ich bin fasziniert von Ihnen. Das erfüllt mich mit Demut, Detective. Mhm. Keine Ahnung, ob diese ganzen X'e was zu bedeuten haben. Sieht so ein bisschen verdächtig aus. Wie so ein Zielkreuz. Aber das ist einfach nur der Schatten von dem Ding. Nicht kaputt schießen können. Muss noch einer sein. Irgendwo. Wahrscheinlich einer, der getriggert wird. Sonst würde da nicht schon entdeckt stehen.
Oh. Kiste so ein bisschen am Rad gedreht. Oh. Das ist so eine Kiste, die einen potenziell wahrscheinlich töten kann. Ein sehr angenehmer Geselle. Nett. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Geschafft. Ordentlich Ammo. Ja, dafür ist Jet halt sehr schön. Überladen. Dann werden wir mal gerade gucken. Da haben wir nicht viel. Wahrscheinlich irgendwas an Schrott wie Holz, Plastik kann weg, Stahl kann weg. Ich glaube, nur Knochen braucht man auch für nix. Holz, Plastik. Klebeband brauchen wir schon, habe ich mich verklickt. Alles so kleine Sachen. Das Kreide aus Asbest ist, ist ein bisschen seltsam. Nukleares Material im Red Skorpionstachel. Ich gehe das jetzt hier mal komplett durch. Ich glaube auch nicht mehr, dass hier noch besonders viel ist, aber... Oh, kein Gewicht. Okay. Müdung.
Einmal brauchen wir sowieso nicht. Flammenwerfer. Das war zu viel. Wir sind übermüdet. Aufputschmittel. Bin aber anscheinend immer noch übermüdet. Ich könnte aber ja theoretisch diese Brust anziehen. Die hat aber keine Taschen drin und deshalb nützt mir das überhaupt nichts. Plastik. Kork. Na, die sind dann doch recht schwer gewesen. Okay. Ach, das sind die anderen Sachen, die ich weggepackt habe. Sollte ich natürlich jetzt nicht ins Inventar packen. Ich vermute mal, dass man jetzt hier wieder rauskommt. Ist aber nichts außer die Machete. Um 10% reduzierte Aktionspunktenkosten. Was? Nicht schlecht. Dafür ist jetzt mein Inventar wieder voll. Na. Was ist denn eine Komponentenansicht? Kann ich hier sehen, beispielsweise, was ist Glas?
Aber ich kann ja nichts davon wegwerfen, deshalb bringt mir das eigentlich ziemlich wenig. Geil. Geil. Weg, Stahl. Naja, und da sind wir wieder am Eingang. Der Eingang war auf der anderen Seite. Jo. The Fence. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dum 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 dum. Irgendwas ist mich da immer noch am Sehen. Naja, da war dieses, das Haus, wo ich anfangs mal gekämpft hatte. Aber ich glaube, jetzt habe ich quasi diesen ganzen Bereich im Westen. Falls ich da doch, also hier in dem Bereich, ein Gebäude übersehen haben sollte, könnte mir das ja drunter schreiben. Ich habe so das vage Gefühl, dass ich da noch ein Gebäude hatte. Aber es kann auch sein, dass es hier weiter im Osten war. Da bin ich mir nicht sicher. Flaschen auffüllen. Ich glaube, die habe ich aber alle zu weit weg. Ne, hab noch ein paar. Viele dürften es nicht sein. Milchflasche. Na, da hat die Verteidigung funktioniert. Wer ist da? Paff, paff, paff. Kaputt. Komme ich hier kurz aus meinem Loch. Auch wieder zurück. Der Schutz funktioniert. So, Schrott wegpacken. Flammenwerfer behalten wir.
Okay. Plasma, Granatengedöns. Jawohl. Hilfsmittel, nein. Munition. Nein, noch haben wir ein paar Fusionszellen. 8 Raketen habe ich gesammelt, habe ich gar nicht mitbekommen. Den Flammenwerfer habe ich noch mit, oder? Ja. Bei der Waffe, diese 10 mm. Ich glaube, da würde ich eher den Strahlungsschaden nehmen, statt hier diese 50% auf diese 2 Gegnertypen. Deshalb packe ich die auch mal da rein. Werde ich dann quasi nie verwenden. Und dann ist natürlich noch der interessante Punkt. Das ist die Waffenwerkbank. Kann ich mittlerweile... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Nee. Immer noch mehr Glasfaseroptik benötigt. Okay, da machen wir also nichts. Und dann haben wir noch die Werkbank für... What the? Da hatte ich ja clever gemacht. Zweimal Waffenwerkbank gebaut. Rüstungswerkbank. Haben wir da noch eine kleinere? Ne, da gibt es nur die eine. Okay, die hier trage ich aktuell nicht. Ich baue die mal aus und dann kann ich die immer noch gucken, ob die poliert ist. Ich glaube, da könnte ich sowieso war. Die ist schon poliert. Zusätzliche Taschen. Gewicht 7, 4,3. Waffenlose und Nahkampfangriffe ignorieren einen Teil der Rüstung des Ziels. Das ist für Nahkampf ausgelegt. Ja, das würde ich so oder so so lassen, wie es ist. Machen wir hier auch mal das Beste draus. Schadens- und Energieresistenz. Tsching. Zusätzliche Taschen. Verringert der Schaden durch Explosionen. Stark verringertes Gewicht. Und erhöhter AP-Bonus. Pneumatisch. Stärke des Taumels. Ja. Wirkungsdauer von Chems um 50%. Biocom-Interface. Ja, machen wir mal die zusätzlichen Taschen. Helm. Polymer haben wir... gestärkt, da ist nicht mehr. Zusätzliche Taschen. Poliert ist auch das Maximum. Gestärkt auch das Maximum. Gestützt. Tiefe Taschen. Zusätzliche. Okay, also die Sachen, die ich jetzt im Inventar habe, die sind alle auf der maximalen Ausbaustufe. Und dann gucken wir jetzt mal, ob diese Dinger denn da besser sind. Sortieren.
Hier sind die beiden übereinander. Das ist dieses Chamäleon-Ding. Bist deine Feinde schwerer zu entdecken, wenn du schleichst und dich bewegst. 24, 15. Der hier hat dafür plus 1, plus 1. Und ich glaube, selbst wenn das Ding vermutlich schlechter ist, werde ich das nehmen. Weil das für mich das Spielen angenehmer macht. Zum einen durch mehr Gewicht und zum anderen dadurch, dass ich da halt nicht immer im Stealth dann, also beim Schleichen, ein Chamäleon bin und dann hier nicht mehr reingucken kann, weil das ging mir dann doch ziemlich auf den Nerv. Also nehme ich das. Und das ist es, rechte Bein. Da klingt das hier. Das hat natürlich weniger von diesem Dingsschaden und wiegt ein bisschen mehr. Aber der Bonus, der klingt mir sinnvoller. Ja. Okay, dann packen wir die Sachen auch noch in den Spind. Und dann sind wir auch schon wieder quasi bereit fürs nächste Mal. Sieben Stunden Schlaf. Und dann mache ich hier einen Schnitt. Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, wo es dann vermutlich wieder gegen Norden geht. Bis dann!